Können wir jetzt mal wirklich sehr, sehr gerne mal einen Dietrich geben, damit ich oben an die ganz verschiedenen Wörter komme. In 4 war man noch nie, glaube ich jedenfalls. Ach, ich muss ihn einmal zugehen lassen. Da geben sie mir dauernd Maschinengewehrmunition, aber kein Dietrich, damit ich die maulen kann. Gehen wir hier nochmal umgucken. Es muss doch irgendwo ein Dietrich geben. Fangen wir mal von unten.
Boah, leck mich fett, endlich. Aber wir konnten es von vorhin übersehen, verfluchte Kacke. Also ich hätte schon viel früher die holen können. Und haben mich hier durchgequillt wie mit dieser Scheißknarre. Wo war jetzt die Kiste? Ah, eine Etage runter. Ach, ich kann ja nochmal ab. Hab ich gerade gespeichert? Weil ich mal mein Kurzzeitgedächtnis. Auf geht's zum Endkampf, würde ich sagen, ne?
Nö, nö, sehe ich nicht. Will nicht tot sein. Das lief nicht gut. Du etwas für mich machst. Ethan! 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 Hey, ich weiß. Ich werde dir nichts tun. Ich hätte es nie getan, wenn ich die Kontrolle gehabt hätte. Was meinst du damit? Ich bin kein Killer, Junge. Auch nicht Margaret. Oder mein Sohn Lucas. Oder unsere Zoe hier. Das Mädchen Evelyn. Sie steckt dahinter. Was zur Hölle ist sie? Was hat sie euch angetan? Sie hat uns mit ihrer Gabe infiziert. So nennt sie es. Ich fand sie in einem gestrandeten Tanker im Bayou. Danach hat sich alles verändert. Sie hat euch infiziert und die Kontrolle übernommen? Nein. So einfach ist das nicht. Sie macht nur... Sie dringt in deinen Geist ein und deine Seele. Du kannst dich nicht wehren. Du bist mit ihr verbunden und hast
einfach diesen Drang zu. Du bist danach ein anderer Mensch. Genau wie Mia. Also hat mir Mia die Nachricht wegen Evelyn geschickt. Ach, hör zu. Das Mädchen will nur eine eigene Familie haben. Sie ist der Schlüssel. Okay? Du musst sie finden und aufhalten. Ethan. Befreie meine Familie. Bitte. Evelyn, lass die Finger von ihm. Warum? Er liebt dich nicht. Ich kann ihn dazu bringen. Tu ihm nicht weh. Dummchen, ich hab doch gesagt, ich werde ihm nicht wehtun. Wag es nicht. Oder was? Du bist nicht meine Mami. Erinnerst du dich? Schon wieder Psychobraut. Nein. Nein! Mia! Nein! Okay, kleines Miststück. Wo zum Teufel bist du? Habe ich jetzt etwa umsonst die ganze Munition gespart oder was? Für das Maschinengewehr. Umbrella oder was ist das? Nee, das letzte Mal war es auf jeden Fall ein Umbrella-Zeichen, was man gesehen hat. Alpha 1, hier ist Bravo 1, bitte kommen. Hier ist Alpha 1, Bericht, habt ihr was? Eine Durchsuchung des Baker-Anwesens hat keine Überlebenden ergeben. Ich wiederhole, keine Überlebenden, wir hatten aber Hinweise auf einen Kampf. Negativ. Doch wir haben verschlüsselte Nachrichten vom Sohn der Bakers, Lucas, an einen unbekannten Dritten gefunden. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wer das war. Das ist großartig. Er soll im verlassenen Bergwerk südlich des Anwesens sein. Ich werde nachsehen. Roger, wir werden dich an den Koordinaten treffen. Wenn ihr Evelyn begegnet, lautet euer Befehl, sie zu eliminieren. Ich wiederhole, eliminiert sie. Mit der gibt's richtig Vans, ey.
Alter Schwede, habe ich Munition. Das geht jetzt aber tief runter. Der andere hat sich ja gerade zweimal selbst die Luft gesprengt. Erstmal Pistolen verballern und dann den Rest.
Brauche ich die Flammenwerfer? Hier die Granaten. Ich habe jetzt 5-mal Heilung, jetzt müsste er reichen. Nö, keine Lust, gegen die alle zu kämpfen. Alter Schwede. Ist ja gar nicht so einfach, da durchzukommen. Kacke. Sehr kacke. Schneller. Los. Alter. Kann die fette Sau mal aufhören?
Ja, so schnell gehen meine Tränke auch hin. Naja, jetzt habe ich die dicken Wämser weg. Mal wieder am Anfang. Warum sehe ich das? Ethan, ist okay. Ist okay, ich bin's. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Töte ihn, Mami. Aber das hättest du nicht tun dürfen. Das Bad verdammt will. Er will nicht mein Daddy sein. Dann soll er sterben. Ach, verpiss dich, du Drecksgürre, ey. Jetzt ist Mami dran, dich zu töten. Ethan!
Du wirst einer von uns werden. Und dann spielst du vielleicht mit uns. Ich spiele nicht. Nein! Schaff das weg von mir! Wut. Dass du Drecksgöre. Du. Warum hassen mich alle? Ach, die Omi. Alter. Du bist nur ein kleiner Junge. Ja.
Ich wollte nur eine Familie. Abgelehnt. Albert? Albert Wesker? Schluss mit den Spielchen! Boah, da sehen die Steinchen hässlich aus. Ich bin Redfield. Gut, dass wir sie gefunden haben. What the fuck? Wie sieht denn Chris aus? Warum hat das so lange gedauert? Ethan? Mia. Du hast es geschafft. Ich bin froh. Hab ich? Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer. Sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Aber jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Ich hatte gerade Mias Verlust akzeptiert. Doch sie ist zurück und will von vorn anfangen. Das alles hinter uns bringen. Vielleicht öffnet sich so die nächste Tür.
Ja. Das war's, ne? Hab's geschafft. Tschüss.